Confi posten? Ja, das wäre nicht. Hast du die Confi gepostet? Doch, das mache ich jetzt. Mal gucken, ob die Silox wieder in der Ad schauen will. Und dann tue ich so, als ob ich nicht aufnehme. Dann, nee, dann tue ich auch in die Confi schauen, nachdem er die hinterher gejoint ist. Was für Silox aufgenommen? Ja, genau. Ich bin aus Versehen auf Minecraft mit Aufnahme gekommen. Wie kann das denn passieren? Sowas. Sehr seltsam. Ich hab einen Ohrwurm. Das bin ich gespannt. Aber er ist nicht mehr als Online-Server beschäftigt. Vielleicht bekommt er das nicht direkt mit. Möglicherweise. Aber vielleicht tarnt er sich auch einfach nur. Wie ein Ninja. Ninja. Nur kurz 2 Sekunden warten, ob der was macht. Nee. Schreibst du einfach vor ihn in die Aufnahme, kommt wieder, muss er aufnehmen. Wenn ich auch noch reinschreibe. Nee, einfach, du schreibst einfach hin, Silox Part so und so und dann muss er halt aufnehmen, weil steht ja schon drin. Ja, okay, genau. Ist einfach für ihn so bestimmen, ja, okay, ja. Du machst das jetzt. Na klar, wenn du seinen Namen reinschreibst, dann muss er. Ja. Eigentlich. Aber er kommt's nicht mit, glaube ich. Verdammt. Mir noch zu lustig. Schade, da könnten wir ihn auch. Okay, dann. 113, jetzt wirklich. Verdammt. So, okay, machst du die Anmod? Ja, wenn es sein muss. Okay, das war die Anmod. Total. Willkommen zurück, ne? Okay, 3, 2, 1. Ne, swipes nicht an. Nice. Cool. Einfach swipes es nicht. Nice. Mega nice, geil. Ne? Okay. Take 2, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu City War Nation. Unser Mieter dabei ist heute der Chris. Ja, und wie versprochen ist bei mir heute dabei der gute Markus. Und da dröhnt's auch schon in meinen Ohren, denn er ist auf den Server gekommen. Wumm. Wumm. Komm mal runter in meinen Keller. Okay. Moment, ich guck mal gerade, ob ich hier noch Flaschen habe. Da habe ich Flaschen, okay. Okay, weil wir und bringen Gasttränen mit. Ja, das machst du dann bei mir. Okay, das macht er aber sicher, ist voll der Gangster-Typ oder was? Alter. Was ist mit dem los, ey? Richtig krass, ey. Du, was ich fragen wollte, hat eigentlich Sepp jetzt alle Dinger bekommen, alle beide Spitzhacken, weil ich finde die andere Glücksspitzhacke. Nee, die habe ich in die Kiste gepackt. Sicher, in welche? Na, in die oben. Bei dir? Nein, im Lagerhaus. Die ganz oben, die einzelne. Ja, die habe ich da wieder reingepackt. Hab ich nicht gefunden. Kannst du aber in meinen Videos nachgucken? Okay, müssen wir gucken, wo ist deine Hühnerfarm? Die ganz unten, ne? Ja, ganz unten. Ja. Also Silax sollte auf jeden Dinge hinterher scheinen. Hey jo, du hast dir so ein paar Placeboards gekleint, ne? Ja. Gar nicht übertrieben. Oh. der Hinterhalt. Oh, aber ich habe Feuer, guck mal hinter dir. Oh. Nice, oder? Okay, das ist geil. Ja. Ey, du hast mir richtig viel, also 1,5 Herzen abgezogen. Echt? Warum machst du das, Alter? Was soll das? Guck mal, ich hab was für dich. Komm mal her. Okay. Komm mal her. Guck mal, hier nimmst du das, das und das. Nimmst du noch das, das und das. Dankeschön. Und das. Aber ich würde werfbare Tränke draus machen, oder? Ja, aber dafür brauchen wir Schwarzpulver. Ja. Das habe ich nicht unten, weil ich nicht wusste, wie man werfbare Tränke macht. Also. Schieß mich nicht ab, du machst mir 2 Herzen Schaden. Das heißt, du bist jetzt gleich tot? Ja. Wie viele Herzen hast du noch? 2. Ah jo. Als ob. Ist so. Du hast mir voll viel Schaden gemacht. Okay, 1 Herz. Jetzt wird es absolut. Nein. Ich gucke in deine Aufnahme. Oh, Alter. Was will ich jetzt machen? So, Schwarzpulver ist hier drin. Ich hab schon. Ja. Oh, der gute Herr hat schon, okay. Ja, aber ich bin
Hexe, weißt du? Ich muss jetzt schon alles vorbereitet haben. Du bist der Witcher, oder was? Ja, genau. Alles klar, Garrett. Hexenmeister. Hexenmeister. Na? Vor allen Dingen, als Entschuldigung quasi hat mir Sepp einfach eine Kiste voller nutzloser Effizienzbücher in mein Haus gestellt. Zur Entschädigung für meinen Spitzhacke. Ich denke mir so, yo! Richtig praktisch, dankeschön. Kann ich gebrauchen, auf jeden Fall. Beste Entschädigung der Welt, auf jeden richtig Fall. Richtig nice. Ich auch noch gern Flame auf meinem Bogen, so ehrlich gesagt. Nö, nee, kriegst du auch nicht. Ich meine, was soll das? Was glaubst du denn, was kostet das? Zu teuer, nice. Okay, warte, ich will meinen guten Bogen reparieren. Dafür müsste ich ja eigentlich mir so einen Standardbogen einfach nur craften, ne? Ja. So. Splash Potion of Strength! Zack, ein paar Sticks gemacht. Und vor allem, ich habe in der letzten Folge voll viele Endermänner geklatscht und jetzt habe ich 6 Enderperlen. Echt? Okay. Ja. Ich habe nämlich gar keine mehr. Ich finde, in der Wüste geht's echt am besten, Monster zu farmen. Weil man hat irgendwie nichts im Weg, die Monster sehen einen sofort und kommen einem freundlicherweise entgegen. Ja. Ich brauche eine neue Eisenrüstung. Jo, läuft bei mir. Geil, ich brauche 27 Level einfach für meinen Bogen. Nice, läuft bei dir. Ich habe noch einen Bann, 4 Haltbarkeit, 3 und Rückschuss, 2 Schwert. Jo, nice, und, kannst du behalten. Und ich habe ein unverzaubertes Tierschwert, ne? Unverzaubertes Tierschwert, ein heiles? Ja. Ich muss hier. Hätte ich auch noch ein Angebot da. Und 2 Diamanten. Das klingt ja schon fast verlockend. Fuck, aber wie macht passt, man. Ne? Oh, jetzt bin ich komplett raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie man eine Hose macht. Doch, ich weiß. Was? Ja, doch, ich weiß noch, wie man eine Hose macht. Alles gut. Einfach eine Hose in Minecraft wiegen ist noch. Ja, manchmal vergisst okay, man die leichtesten Sachen irgendwie. Ja, ne? Schon manchmal schon. Das ist direkt Heilung 2, das reicht. Dann können wir nochmal Speed machen. Okay. Einmal Schnelligkeit. Was hat man nochmal Stärke gemacht? Mit Lohnstaub, ne? Jo. Stärke mit Lohnstaub. Ja. Ich bin jetzt auch voll der krasse Alchemist hier. Merk schon. Ja, du hast mich angesteckt. Ja, ich meine, das ist wirklich viel wert, sowas, weißt du? Ja, es ist schon krass. So. Okay, es wird Nacht. Weißt du, was das heißt? Es kommen neue Maps. Monster schlechthin. Ja, ich brauche noch ein paar Level. Ich will mein Eisenschwert, was ich habe, auf Level 8 verzaubern. I don't know why. Warum willst du dein Eisenschwert verzaubern? Ich meine, Eisenschwert? Doch, du hast ja ein Dia-Schwert, ne? Ja. Na gut, dann brauche ich das auch nicht verzaubern. Oh. Von daher. So, Stärke 8 Minuten. Perfekt. Naja, ein Feuerresistenz. Aber die lohnt sich eigentlich schon fast mehr zu trinken. Ja, ich habe ja jetzt auch Splash Potions draus gemacht aus Feuerresistenz. Okay, weil es ist so, wenn du Splash Potions ja, machst, verkürzt dann sich die Wirkzeit, aber ich habe ja 3. Ja. 3x6 sind. Richtig. Weiß. Was? 3x6 sind 6? Bist du ein bisschen behindert oder was? Sind ja 18. Kann man das eigentlich auch so machen? Boah, geil, man kann auch verschiedene Tränke in dem Prost machen, das dann zu Splash Potions machen, das ist egal welche Sorte das ist. Ja. Das ist praktisch. Das ist sehr nice. So, ich will wenigstens noch mein erstes Eisenschwert schroten. Mhm. Also wir haben so viel. Ich habe jetzt noch die 3 Regenerationstränke. Nice. Also davon habe ich eigentlich erstmal genug. Sehr, sehr nice. So. Dann noch Stärke rein. Und so. Na gut, dann kann ich die 3 Stärke trinken auch nochmal zu Splash Potions machen. Ja, wir gehen den jetzt dann noch heute in die Hölle oder Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Okay. Jetzt hat sich der Creeper gesprengt. Arschloch-Creeper. Arschloch-Creeper. Was könnten wir denn noch gebrauchen für Trank? Eine Regeneration steht jetzt ganz oben auf meiner Agenda. Okay, ich hab so... Also wir brauchen eigentlich keine Dinger, weil ich habe noch Gasdrehen 2 Stück und ich habe 10 Regenerationstränke. So viel werde ich im ganzen Projekt nicht mehr brauchen. Ja gut, aber Stärke habe ich eigentlich auch. Von den Lorenstäben haben wir ja genug. Aber ich würde trotzdem auch noch ein paar Lorenstäbe sammeln. Falls mal was ist. Falls man mal was braucht. Okay. Und auf jeden Fall kann man ja in der Hölle auch gute Level farmen. Da hinten steht eine Hexe, die gleich mal
Feuer fressen kann. Die Bitch. Oh, mir sagt ja alles Mist, ne? Ja. Ich bin kein Hexenfreund, ja. Was war denn mit Heilung? Was hat man denn wahrgenommen? Für glitzernde Melone, ne? Ja, glitzernde Melone. Okay. Wo ist denn die Hexe jetzt? Ja, aber da. Da ist die Hexe! Stirb, Hexe! So, ich hab so dezent ein bisschen Husten. Aber nur so ein bisschen. Aber nur, ja, das hat man kaum gehört. Ja. Jetzt mache ich das in meiner Aufnahme extra laut. Ach, guck mal. Silux hat jetzt gerade geschrieben, er hat schon jetzt aber nicht hinterher, sondern weil er nicht mehr deine Position weiß, aber nur deswegen. Oh, schade, dass er mich nicht mehr hinterher joint. Aber heißt das, hat sich da ausgelockt oder wie sieht das jetzt aus? Weiß ich nicht. Ne? Also, das ist schon komisch. Er hat ja letztes Mal mit Sepp aufgenommen und Sepp ist bei mir gespawnt. Aber ist ja erstmal egal, wir haben ja die Tränke auf unserer Seite. Kann gut sein, dass er dann da ist. Ja. Kann gut sein, dass er in unserer Stadt ist. Ja? Irgendwo. Naja, wir gehen ja jetzt eh. Also er wird unsere Position von meinen Videos auf jeden Fall nicht wissen. Ja, von meinen auch nicht. Weil meine nicht aktuell sind. Und dafür habe ich schon fast immer gesorgt, dass sie eigentlich nie aktuell sind. Ja, also, wenn ich jetzt in Urlaub war und dann irgendwie nicht. Ja, das ist echt doof, wenn man, okay, Fisting Fight. Wenn man, aktuelle Videos hochlädt, dann wissen die ja, ja, wo man ist. Okay, ich füße das Skelett jetzt mit deiner Blume. Okay, deine Blume hat es getötet. Sehr nice, nice Blume. Gibst du mir jetzt mal das Schwert? Was soll denn das hier? Schleift ganz schön. Ach so, ja. Ist das unverzaubert? Ja. Okay. Give it to me, baby. Aha, aha. Bitteschön. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Oh, hier, ich gebe dir noch was, was du bestimmt gebrauchen kannst. Du kriegst hier bestimmt ein Stärke 1 und Schlag 2 Bogen. Kann ich nicht gebrauchen. Danke. Ich habe nämlich einen Power 4 und Flame 1 Bogen. Flame 1 ist schon cool. Also da bin ich schon fast ein bisschen neidisch. Flamme ist immer geil. Ja. Okay, also wollen wir jetzt in die Hölle, weil wir haben jetzt schon 10 Minuten verbraten. Yo, Mojo. Also meine Tränke sind wieder komplett voll. Da brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Nee, ich mir auch nicht. Das ist cool. Habe ich alles, was ich will. Alles ist nice. Fehlen nur noch Level. Level machen wir schnell. So, also ich gehe los. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Darf ich noch schnell ein paar Sachen in eine Kiste im Lagerhaus räumen? Sonst ist mein Inventar ganz schnell voll. Ne, das darfst du nicht. Fick dich. Was bildest du dir eigentlich an? Fick dich. Was soll das? Bist du diskriminierend? Eigentlich müssen wir mal die Pinselinsel jetzt zubauen. Weil du darfst das ja nicht abbauen. Das wäre fies, das machen wir nicht. Wir wissen ja, ne, Silox und eingesperrt, das kennen wir ja sogar mittlerweile. Das gab's schon mal, das ist langweilig. Ja, stimmt. Wir haben kein Eisen hier, ne? Nein. Nee, haben wir nicht. Meinst du, ich brauche noch eine Spitzhacke, eine zweite? Nee, also was willst du machen? Level farmen, ne? Ja, aber falls wir Netherrack, also wie heißt denn dieses weiße Zeug? Netherquarz. Ja. Ja, damit farmst du doch Level. Ja, deswegen brauche ich ja noch eine zweite Spitzhacke. Ja, dann nimm die mit. Ich habe gerade daran gedacht, an mich, aber ich habe mir eine Dia-Spitzhacke mitgenommen. Ja, denk doch nicht immer an dich. Läuft auf jeden Fall. Ich habe hier gar keinen. Doch, da habe ich noch Eisen. Hier eine Spinne. Jetzt kommen wir jetzt mal raus. Ach, bist du mir böse, wenn ich schon mal vorlaufe? Nee, ich komme ja gleich nach. Okay. Bin ja gleich. Dann laufen wir mal aus. Wir? Das ist cool, wenn wir uns für welche sprich haben, nicht im so Plural, wenn du nur von dir sprichst. Genau. Ja, die Hexe, die hat mir gerade 2 Gläser gegeben und 1 Steak. Ja, die hat es echt gebracht. Das ist ja nicht von der Hexe, das ist ja sehr sympathisch auf jeden Fall. Also ist ein Werkband mit mir in der Natur. Oh, Creeperman, hallo. Okay. Hast du schon mitbekommen, man hat jetzt so einen kleinen Schnelligkeitsbuff. Ich muss auch immer ein bisschen so eingestellt. Ich habe mich in der ersten Folge, wo ich das erste Mal bemerkt habe, voll gewundert. Hey, warum bin ich jetzt schneller? Ich habe doch gar nichts gefressen oder so. Aber dann habe ich gemerkt, ach, das ist ja möglicherweise davon. Das ist auch, wenn man eine Eisenpyramide darum errichtet, dann unten drunter. Ja, dann kriegt man noch mehr Buffs. Ja, genau. Aber dann musst du so viel Eisen haben. Also musst du richtig viel Stuff haben. Weiß. Ich glaube, man kann das nochmal trotzdem auch so erweitern, wenn du da einen Diamant reinlegst in den Ding. Dann ist auch, glaube ich, schon mal der Radius weiter. Ja? Ja, muss man mal ausprobieren. Ja, nice. Alter, ich werde von allen Seiten beschossen.
Werd hier gefickt von Skeletten. Lol. Was ist los? Ich bin aus Versehen in das Ding runtergefallen, wo der Kuhkopf ist und in der Friedensinsel. Okay. Aus Versehen. Ich habe Angst vor dem Ort da unten. Ja. Ich will hier raus. Das hat man in deinem Video gesehen. Ja, ich will hier raus. So. Okay. Bin safe. Puh. Okay, machen wir das nicht noch einmal. Die Frage ist, für wie lange? Ja, habe ich auch vergessen. Ich hätte jetzt einfach wieder reinspringen müssen. Ja. Einfach YOLO und rein da. Du bist einfach nicht wirklich schon. Hä? Ist ja gerade der Trank durch das Portal gefallen? Lol. Läuft. Ich hab gerade ein Item getroppt. Läuft auf jeden Fall bei dem Trank. Oh nein, ist der. Wo ist der jetzt? Ich spring nochmal kurz runter. Wann ist der da reingefallen? Ist er nicht, okay. Ich bin gar nicht da, Kuh, ich bin gar nicht da. Ich bin sofort wieder draußen. Genau, ich bin sofort wieder draußen, epische Gottheit und tschüss. Ich bin hier gar nicht, das ist alles nur Einbildung. Ja, das bin ich gar nicht, das ist mein Zwillingsbruder. Genau. So. Okay, dann hatte ich irgendwie dieser Trank jetzt in der zwischen den Welten irgendwie aufgelöst. Keine Ahnung. Das ist ein Fehler in der Matrix, so in der Welt, den musst du melden. Jetzt mal ohne Spaß, wo ist mein Trank? Ich will ihn wieder. Wo ist mein Trank? Wo ist mein Trank wieder? Nee, das ist irgendwie ein Fehler, glaube ich. Okay, bist du schon in der Hölle? Ja. Gut, ich komme jetzt nach. Ach, du bist schon hier, okay. Ja. Hi. Hi. Wow. Okay. Ah, jetzt müssen wir schon wieder Shader ausmachen. Ich trinke mal gleich mein Speed Potion. Potion of Swiftness. Okay. Ich soll ein schneller jetzt müssen wir aber irgendwo hingehen. Wo wir noch nicht so oft waren, aber das ist schwer. Ja, das ist wirklich schwer. Ich würde ja vorschlagen, wir töten erstmal den Ghast. Das bringt uns gar nichts, da kommen wir nicht an die Ghast-Träne ran. Ja, das ist mehr so Zeitverschwendung, würde ich sagen. Ja, das ist mehr so dumm, ne? Mehr so, ja, nicht so ganz schlau. Oh, Pigments, alles klar, Buddies. Gehen wir hier lang. Vielleicht bringt mir das irgendwas, wenn hier nicht so viele Leute waren. Vielleicht stirbst du auch einfach mal. Ja, Mist, hier waren auch schon Leute. Waren überall schon Leute. Warum wartet denn überall Leute? Warum spielt ihr dieses Projekt? Ja, ey, hör doch mal auf zu spielen. Lol, ich habe einen Huhn gefunden in der Hölle. Was hast du gefunden? Hey. Na du, ich habe einen Huhn gefunden. Ich habe gehört. Super, jetzt schiebt ein Huhn. Ich habe gehört, dass er gar nicht so selten sein, dass Hühner in der Hölle spawnen. Echt? Ja, irgendwie kommt das auf das mal vor. Ich mir sagen, es gibt auch, glaube ich, nie diesen Zombie-Huhn-Reiter-Dings da, den gibt's ja auch öfters, habe ich gehört. Ja. Also öfters als in der Oberwelt. Nee, hier spawnt er ja normalerweise, ja. Nee, ich glaube sogar normalerweise spawnt er hier. Das ist so ein deswegen habe ich gerade eben gesagt, der spawnt normalerweise hier. Also hier, okay. Oh Mann. Ist auch gut, dass du mir immer sehr aufmerksam zuhörst. Ja, ne, mach ich immer sehr gut. Finde ich sehr gut. Cool. Besonders lobenswert an dir. Hier hinten sind Loren. So können wir jetzt nicht viel anhaben, deswegen fiste ich die einfach mal. Das ist gut, ne? Na, Bitch-Loren? Nein, ihr Bitches! Ich bin auch wieder so falsch alles verstehen. Ja, aber. Ah, nee. Da ist wieder ein Gast auf der Schieß. Ich will wieder nur kurz, ohne hinzugucken. Gekillt! Ich hab ihn wirklich bekommen! Was? Hast du den getötet oder ich? Ich glaube ich. Wieso? Okay, weil ich nebenbei auch einen Pfeil auf den geschossen habe, aber ohne den zu sehen, sondern nur gesehen. Ich habe den ganz kurz gesehen, habe in seine Richtung geschossen, dann höre ich nur dieses Geräusch, dieses. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn du den einfach so getötet hättest. Ja, muss man dann ja einfach ohne hingucken, weil ist ja. Ja, das ist kein Grund. Wo ist denn die dritte Lore jetzt? So wie das Q-Finale zu gewinnen, ist auch keine Kunst, ne? Nö, ach, das ist. Macht man mal eben so im Vorbeigehen, würde ich sagen. Genau wie den Enderdrachen und so. Ja, ach, das ist ja alles. Strength. Okay. Und da wäre mich zu einem 1000 fast an Fallschaden gestorben. Ja, liebe schon Damen und Herren. Wieder. Alter, wer lässt denn so etwas zu? Ist es überhaupt gesetzlich erlaubt, so ein Zeug? Nee, eigentlich nicht. Das musst du mal sehen. Ey, vor allen Dingen wollen wir jetzt mit unserer Ausrüstung vielleicht in die Festung, wo wir uns damals nicht reingetraut haben. Ganz ich habe nicht mal meine krasse Ausrüstung an.
Okay, das ist natürlich schlecht. Aber lass mal machen aus Spaß. Komm, lass mal YOLO-mäßig machen jetzt. YOLO Sledgeback. Alter, ich hab grad einen Wither mit einem, also ein Wither-Skelett mit einem Schlag weggehauen. Jo, tu das mal so ein Wither mit einem Schlag. Ja, Alter. Das ist okay, du hast einfach OP-Schwert Overland. Easy, Alter, easy. Ist doch nur Rückstoß und so, ist doch kein Problem hier. Okay, dann lass uns zur Festung gehen, okay? Okay, wo bist du? Ich bin jetzt am Spawn gleich wieder. Okay, da komme ich jetzt auch hin, wenn ich ihn finde. Nein, bleib, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du bist, was näher ist. Ich muss dich ja erstmal finden, das ist ja das Problem, ne? Ja, stimmt. Ich bin am Spawn. Okay, ich, Bleib doch einfach bei der Festung, wenn du bei der Festung bist. Ah, ich seh dich, bleib da, wo du bist. Und zu dir. Ganz geschwind. Mal gucken, ob wir schaffen, da was zu reißen, wenn nicht. Obwohl wir haben Regenerationstränke, Feuerschutz und so ein Zeug, Schnelligkeit. Nee, mir hast du keine Regeneration gegeben. Ich auch noch nicht, aber können wir ja dann mal aktivieren, weißt du? Ich hör dich. Ich hab dich gehört. Ich hab dich essen gehört. Ja, ich weiß, du bist doch ganz in der Nähe. Oh, da versucht... Hier, guck mal. Der versucht... Ja. Der versucht hinten eine Lore auf mich zu schießen. Ich weiß nicht, wollte ich gerade anschießen, aber es war viel zu knapp runter. Das wäre nett. Nice. Okay. Komm zu mir. Ja, warte. Ich hab Speed drauf, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise Swiftness. Effectiveness. Alter, das ist ja auch ein bisschen gefährlich hier. Gib dir das mal. Okay. Jo, läuft auf jeden Fall. Müssen wir irgendwie dann da lang kommen? Ja, doch. Also. Aber in der Hölle fällt man so schnell runter. Uns kann nichts besiegen, außer der Fallschaden. Oder dieses Castle. Wo wir jetzt hingehen. Ja. Was, wo war das? Ach da. Ich muss aber noch mal Dings erneuern, denn gleich, ne? Na, ich auch. Wo ist denn der Gast? Wo ist denn der Gast? Da unten. Achso. Wie bist du jetzt runtergekommen? Da ist eine Treppe. Ich sehe nur eine Treppe nach oben. Wo bist du denn? Da, wo du eben auch warst. Bei diesem komischen Turm, wo... Warte mal. Ah, geh außen vom Turm. Ja, außen, guck da. Ach da. Das soll eine Treppe sein? Ist ein bisschen gefährlich. Ah, aber passt doch. Okay, warte mal, ich muss mal noch mal meine Tränke erneuern. Ja, warte, ich würde noch kurz warten, bis wir dort sind. Ne, ich hab doch noch zwei. Oh. Alles easy, locker easy, Mr. Gast. Hat er was gedroppt? Ne, nur Erfahrungspunkte. Lame! Wo bist du? Okay, wie sieht's aus mit dem Feuerschutz? Eine Minute noch, okay, das riskiere ich nicht. Wo bist du? Hast du noch Feuerschutz zum Werfen? Ja. Okay, warte, kann ich mich in dich reinstellen? Aber ich habe gerade Feuerschutz gemacht. Ich hab dir doch drei gegeben. Ja, okay, komm her. Hast du noch einen übrig zum Werfen später? Ja. Okay, den brauche ich dann mit dir, den müssen wir unbedingt teilen, okay? Okay. So, okay. Dann lass uns da jetzt einfach mal hinschwimmen. Ja, ich würde sagen, ich mach mal hier einen netten Badeurlaub. Wenn wir uns mal, ne? Ja. Haben wir schon mal hinter uns diesen Weg. Macht das eigentlich die Rüstung kaputt? Wenn wir hier. Nee, haben wir damals auch drüber gesprochen, aber das macht nicht die Rüstung kaputt. Okay, dann geht's ja. Ja. Richtig scheiße. Ja. Haben so, oh, tut mir leid, Rüstung kaputt, ich kann nichts für. Chris, ich geh unter. So realistisch einfach zu Feuerschutz. Trotz Feuerschutz in Lava gestorben, what's up? Genau. Vielleicht finden wir hier noch Schätze. Kann gut sein, ich weiß nicht, aber Stormy war auch ja. Wollen wir ganz nach oben klettern? Weil ihr auf der Ebene waren wir ja schon. Ja, da waren wir schon ganz oben. War schon ganz sicher. Ja, wollen wir warten, bis das Feuer aus ist vielleicht? Ja, das hab ich auch gerade gedacht, das stört mich. Das regt mich auf. Okay, los geht's. Bei mir ist noch nicht aus. Ist immer noch, bei mir auch nicht. Okay. Alter, das ist so heftig. Ich stoß dir einfach zurück, steck mir YOLO, Mode Dolo. Okay. Ich auch, ne? Ich kann auch jetzt nicht in dich reinlaufen. Genau, wir sollten einfach jeder auf einer Seite. Den Spawner. Ich soll den Spawner abbauen. Ich glaube, das wird gar nicht mal so leicht. So, auf Chris, wir laufen ineinander rein. Ja. Alter, diese Spawn-Rate von dem Spawner. Alter, was ist los? Das ist auch voll die geile Level-Farbe, Alter. Ja. Wie, das ist die beste Level-Farbe der Welt. Ja. Überleg mal. Aber wir sind auch voll im Arsch. Lauf rein. Okay.
Ganz schön, ganz schön, ganz schön. Okay. Boah, Alter. Warum hab ich echt so Fackel hingestellt? Heinz ist los. Alter, hast du. Du hast Regeneration, oder? 45 Sekunden noch, ja. Okay, ich leider nicht. Wir müssen echt den Spawn abbauen von denen, ne? Ja, ist wieder. Alter, das ist die effektivste Level-Kampel, die ohne Spaß scheiße. Guck mal, wie die Level sind. Cool. Dann du stehst ja ganz vorne und du kriegst die ganzen Level, deswegen. Ja. Aber da alleine reinzustehen, das ist ja auch nicht so gut zu gewinnen. Ja, man kann da fast gar nicht mit einem Partner rein. Ey, warum haben wir uns das immer so schwer gemacht mit dem Leveln? Ich muss nicht in Level 28. Ich muss jetzt mal. Mach das auch gleich mal. Okay. Auf Level 30 mal, mach du mal, ja? Ja. Ich muss jetzt mal den Monster ein bisschen leiser stellen, weil sonst höre ich dich nicht okay. mehr. Okay, mach du jetzt mal. Okay. Das geht ja richtig nice. Oder? Das ist so mega gut. Oh, jetzt hat er mich geschlagen, Bad Boy. Da kommt so eine Armee an Leuten. Ne? Jetzt sind aber nicht mehr so okay. viele da. Weißt du, Wolfsdorf macht so einen auf. Big Boss mit ihrer Mob-Farm, ja. Aber wir sind die wahre Mob-Farm. Denken sich so, yo, wir sind Gangster, weil wir eine krasse Mob-Farm haben, aber dann sagen wir, ey, gucken wir uns die an. Ne, das sind aber tausende von Mobs, wir kommen da nicht durch, ne? Ne, ich glaube auch nicht. Wir müssen nächstes Mal eine Taktik machen, dass wir uns hier drüber bauen. Ich könnte es ja immer noch machen, aber ich habe keine Blöcke. Hast du Blöcke dabei? Nee. Aber wir können Blöcke abbauen. Wir werden übrigens so nebenbei umzingelt von Mobs. Ja, aber an den Wänden? Geh mal kurz hoch. Ja, dann lässt du die frei. Also dann machst du den Weg frei für dich. Geh deswegen kurz mal hier hoch. Nichts mehr tun müssen. Okay, ich bin auch Level 30. Läuft auf jeden Fall. Weißt du, wir müssen uns immer so stellen. Ja. Lass mal den Spawner nicht abbauen. Okay, was? Ey, lass, wenn wir Level brauchen, lass einfach hier fahren. Ja, natürlich, guck mal, wie schnell wir jetzt für Level 30 haben. Was für Zeitverschwendung wir das alles gemacht haben. Vor allem, wie schnell das jetzt sogar immer noch hochgeht. Ja, ich hoffe, das sieht keiner von Wolfsbach dieses Video. Guckt euch das nicht an, Leute von Wolfsbach. Wir müssen dieses Video nennen, langweiligstes Video ever. Ja. Dass sie gar keine Interesse haben. Immer einfach langweilige Schwachsinnsfolge. Die überhaupt okay. nichts Cooles behindert. So, okay. Alter, das ist ja mega geil. Ich bin jetzt Level 35 schon durch. Level 36. 37. What the fuck, ey? Das ist mega gut. Kann ich einfach 100 Schwerter verzaubern. Okay, aber eigentlich ist alles andere. Jetzt machen Verschwendung so ein bisschen. Weil ich glaube, die können wir ja richtig langsam fahren. Aber es deckt dezent mit den ganzen Mobs. Bei mir nicht. Ich hab Angst, dass der Server ein bisschen abschmiert. Alter, da ist eine Levelstraße da unten. Was ist da? Da ist eine Levelstraße, also da ist so viel EP. Oh, jetzt braucht noch ein Gas, perfekt, den brauche ich jetzt. Den brauche ich jetzt. Töte ihn. Schnapp dir die Gasträne. Nee. Ich bin super gut. Alter, ich kann hier Dauerklicken machen, die sterben einfach nicht. Nee. Okay. Ich hätte aber schon Bock zu sehen, was da sich verbirgt. Chris, komm mal mit. Ich hab den Weg gebaut. Siehst du den? Ja. Warte, ich bin noch nicht fertig mit dem Weg. Also komm mit. Ja, warte, ich nehme mal vorsichtshalber meine beiden Trinke. Komm mal her. Wegen Feuerresistenz. Okay. Warte. Warte kurz. So jetzt. Okay. Alter, hier ist echt eine Levelstraße. Das riecht aber, wenn du da reingehst, dann stirbst ja. du. Alter, das ist so Alter, was ist da ja, los? Guck mal, ob es noch einen Spawner gibt, dann bauen wir den Spawner. Alter. Da vorne gibt es noch mehr Spawner, okay. Ist das heftig, ey. Können wir den von hier oben abbauen? Kommst du da ran? Nee. Einer muss sich opfern, ne Quatsch. Alter. Guck mal, da hinten ist so ein Widder gebaut, aber aus Skelettköpfen. Siehst du das? Guck mal. Zeig mal. Da oben rechts. Ja. Ey, ich dachte vor allen Dingen, das war der echte Wither. Da müssen wir den beschwören, aber ist ja gar nicht so. Alter, guck mal, wie heftig das hier ist. Alter. Aber die mit den Eisenrüstungen sind natürlich noch heftiger. Ja, die sind noch krasser, ja.
Boah, das werden richtig viele Mobs, ne? Krasse Dudes auf jeden Fall, ey. Warte, lass mal kurz beide ausloggen und wieder einloggen. Warum? Ob die noch da sind. Okay. Okay. Sag Bescheid, wenn wieder rein. Ja. Okay, komm rein, ja, die sind alle noch da. Ja? Schade. Ja, leider. Ah, schade. Junge. Was denn? Bist du fast runtergefallen? Nee. Alter, du schaffst dir jetzt einfach die Level, oder was? Was geht bei dir? Lass mal offen, bitte. Yo! Richtig nice! Richtig heftig, ey. Richtig nice. Okay, was geht hier oben eigentlich? Ach nee, ja, stimmt, hier oben waren wir ja schon. Ist uncool. Ja, jetzt ist uncool, was da unten abgeht. Komm hoch, komm hoch. Ja, aber hast du... Wir müssen die Folge beenden. Hast du noch einen Block? Ich will das wenigstens zustellen und hier nächste Folge weiterfahren. Okay, das macht gar keinen Sinn. Das macht einfach gar keinen Sinn mehr. Okay, und du auf keinen Fall oben hier den Zombie-Pigment töten, ne? Ja. Ey, aber wir kommen nicht guck mehr mal, zurück nächste mal. Folge, ne? Doch, doch. Wir haben keinen Feuerresistenz. Guck dir mal meinen Loot an, den ich hab. Ist da in der Kiste drinne? Ja. So sieht's bei mir auch aus, ey. Einfach voller Lederscheiße. Okay, die Pumpkin-Dinger nehme ich mit. Klasse, Kartoffel, okay. Warte, und so eine Axt können wir uns ja zusammen craften, ne? Eine Heile. Alter, das ist ja so heftig. Die beste Mob-Farm der Welt, ey. Ob das die beste EP-Farm der Welt, ich bin jetzt Level 40 gleich. Und wir farmen uns nächstes Mal hier Netherrack und da können wir uns einfach drüber bauen. So? Ja, gut, geht auch, ja. Ich mag nochmal. Wir können ja auch hier oben. Da unten ist so viel Level, das ist so viel. Wir können ja auch hier oben lang gehen, quasi. Ja. Okay, das ist schon verlockend hier. Ey, das, ich hab meinen Pfeil weggelegt. Das ist schon nice. So, das ist schon sehr nice. Ey, lass mal, wir können jetzt doch richtig ausrasten mit Leveln eigentlich. Weil Level sind ja dann unendlich irgendwie. Ja. Hast du noch einen Pfeil zufällig? Ein Pfeil, ja. Oder ein paar? Warte. Nee, ne? Ich hab vergessen, meinen Unendlichkeitsbogen zu nehmen. Danke. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir die Folge, die war sehr die krass. Eigentlich war die sehr langweilig, finde ich. Die war schon sehr langweilig. Ich würde die nicht weiterempfehlen. Nee, also die werde ich auf jeden Fall nicht auf Twitter verlinken, weil die war schon sehr langweilig. Die würde ich nicht auf Twitter verlinken, auch gut. Okay. Also, die Monster hier erwarten uns schon fürs nächste Mal. Die warten schon darauf, wieder zu sterben. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und tschüss.